ein wunderschöner Dienstag, Mittag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Warum hängt da Kabel? Ja, Star Wars, warum hängt da Kabel? Genau, und Star Wars Jedi Survivor ist ja nur so ein Nebentitel. Und genau, wir machen jetzt weiter mit Wo hängt das Kabel? Und genau, ich hoffe, ihr habt dann Spaß mit dem Kabelvideo hier. Zack, zack, anziehen. Oi. Oh, guck mal, wir sind direkt auf der Lampe gelandet. So, dann können wir jetzt mal auch kurz speichern. Genau, wir haben schon länger nicht mehr gespeichert. Und weiter. Da unten waren diese komischen Vögel. Die haben wir in der letzten Folge getötet. Sehen wir uns das mal an. Kriegsherrschaftskadate. Ah, guck mal. Ja, leider wurde die Performance der letzten Folge nicht besser. Schade, aber nicht schlimm. Wir haben jetzt einen neuer Stil gefällig. Willst du neuer Stil? Nee, ich will jetzt kein neuer Stil. So. Sollen wir nach oben? Ja, es gibt ja gerade eh keinen anderen Weg. Hier noch was Cooles. Nee, hier haben wir noch was so cooler Computer. Ah, wir können an diesem Drahtzeugs dran rumklettern. Ey, ich glaube, jetzt dundert's. Wieso hat er mich jetzt einfach umgebracht, der Liedrige da? Dich töte ich, dich töte ich. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du all deine Fähigkeiten, EP erhaltene Punkte. Wiederherstellen. Füge dem Gegner Schaden hinzu, der dich besiegt hat, um deine EP zurückzubekommen und deinem Leben zum maximale Fach zu erfüllen. Genau. So, dich komm und hole ich jetzt. Du, Knecht, du. So, der Kampf war ja eigentlich ganz gut, aber ja, vielleicht wechseln wir auch mal kurz aufs Doppellichtschwert. Genau, ich will mein Doppellichtschwert. So, dann mache ich euch mit Doppellichtschwert fertig hier. Ich glaube, das hätte jetzt alles hier noch gespeichert, oder? Hätte ja nur den Gegner mit übernommen. Lödele. Hopp. Zack. So. Dum, 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 dum. Ich bin euer Tod. Okay. Gegner ist getroffen.
Opfer, der ist mal tot. Wo bist du denn? So habe ich euch jetzt alle hier. Ich glaube schon. Wenn nicht, töte ich euch gleich. Ja, was sind er denn? Die habe ich aber gut zurückgehalten. Ich komme hoch zu euch. Mach dein Ding komplett. Ach, Dunderwetter, was war denn das Gefühl oder für eine Sache? Das brauchen wir. Haken oder? Nein, bestimmt nicht. Warte mal, das hat uns jetzt hier aber schon ein gutes Splitterle gebracht. So. Jawohl, endlich wieder ein bisschen Gesundheit. Zack. Desto mehr Gesundheit, desto besser. Desto weniger schlimm wird's, wenn ich zu oft stirb. Okay. Ich glaube, so einfach runterhopse kann ich nicht. Schade. Sie sollten nicht hier sein. Was ist das? Schüsse abgegeben. Roger, Roger. Ich soll sehr wohl hier sein. Ich bin hier die Schutzpolizei hier. Okay. Dann lass mich mal runter. So, regenerieren wir uns mal schnell. Schauen wir doch mal nach unsere Fähigkeiten. Ich hätte gern mehr Liebe. So, perfekt. Jetzt haben wir mehr Macht, wenn wir den Gegner blockieren. Das finde ich gut. So. So, ich würde sagen, nach der Robbe können wir jetzt noch. Ja, wenn du dich mal nicht mehr in Zeitlupe bewegen würdest, wäre ich dir echt dankbar. Ich glaube, so einfach kommen wir da nicht hoch, oder? Ah, wir sind wieder hier. Schaden erlitten. Was? Gut. Bringt uns das was, wenn wir nach der Orbe gehen? Da oben gibt es halt noch eine Abkürzung, die mir freischalten könnte. Komm, dann gehen wir da hoch.
Hey, warte mal. Ich komme leider noch nicht hoch. Jetzt aber. Gut. Stirb jetzt. Wirf mir ein Stim her, Kumpel. Ach, Dunderwetter, das ist ein Atemzeug. Mal sowas von anstrengend, die Gegner hier. Sie haben jetzt hier schon wieder Grafik-Bug-Op gehabt. Ich werde ihre Verteidigung durchbrechen. Absorbiere Schaden. Stirb jetzt. So, mir hätte schon. Das ist der Orbe, dieser komische Bug. Was ist das gut? Oh, lalalala. So. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay, aber was genau hätte mir das jetzt gebracht? Tja, gut. Gut, 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 gut. Wo war denn nochmal unser Hauptziel mit der Mine? Also, da wir jetzt hier nicht weiterkommen auf der Seite, würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite, da ich jetzt mal die Schnellreise testen möchte. Machen wir das doch mal und dazu. Begeben wir uns jetzt hier hin. Oh, das sieht ja unspektakulär aus, die Schnellreise. So. Okay, aber cool ist trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal. Ach, da stimmt doch irgendwas nicht hier. Warum ist denn das heute so buggig? So, starten wir mal hier. Der Boost-Modus an meinem PC. Genau, den mache ich euch gleich an. So, optimieren wir mal hier die schöne Spiele. Zack. So, ich hoffe, die ganze Aktion klappt. Jawohl, es sieht aber ganz gut aus. So. Wenn wir unser Speicher auch ein bisschen bereinigen. Der Orbe will ich auf jeden Fall hoch. Weil der Orbe, habt ihr gerade gesehen, der Orbe ist noch ein Machtecho, das ich haben möchte. So. Das sieht so aus, als wäre das diese bestimmte Mine, wie die eine Frau gerade eben erwähnt hat. Ah, guck mal. Oh, sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Durch nässe Grotte. Ich kann es mir vorstellen, dass es hier furchtbar stinkt. So richtig furchtbar ekelhaft. Ah, das riecht ungefähr so wie im Weinkeller bestimmt. Da stinkt es auch ganz schön. Ach, guck mal, zum Glück sind wir nach hier hey, runter. Kein schlechter Fund.
Also gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Menschleins gerettet bekommen. So, Wandlauf. Fop. Fua. Ganz komische Viecher. Die sind echt komisch, die Dinger, ne? So. Da brennt noch ein Blitz. Hey, der Grafikbug geht da oben echt nimmer weg. Das sind irgendwie überall Viecher, ne? Den hätte ich gern jetzt getötet. Die sind tot. Diese Kreaturen wurden durch Blaster getötet. Das heißt ja, dass hier irgendjemand war. Okay. Wie so Stachel-Pokémons, die Dinger. So. So, wie so Bälle oder so. So. Was haben wir denn hier? Okay, die sehen ausnahmsweise echt mal nicht so ganz bescheuert aus. Wie das, was wir sonst immer bekommen haben. Frage ich jetzt, wo wollen wir eher hin? Hier durch oder durchs andere? Gehen wir mal hier durch und dann. Ich glaube, wir gehen lieber durchs andere nochmal. Komm, okay, wir gehen nochmal durch. Und hopp. Vielleicht kommt sie auch selber raus, aber es könnte theoretisch sein, dass noch irgendwas Besonderes. Ja, doch, das könnte noch irgendwas Besonderes Verstecktes sein. Ah, nee, ganz gar nicht. Hier waren wir nämlich schon. Gut, dann war der Weg gerade umsonst. Aber ja, den gibt's ab und zu auch mal. Hopp. So. Hier durch. Zack, zack. Hüpp. Hüpp und hüpp. Hier ist noch mehr von den Kreaturen. So, Abkürzung hätte man jetzt auch. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Sieht irgendwie eklig aus. Was hast du gefunden? Gewaltiger Brustkorb. Oh, bitte keine so ekelige Spinne oder sowas. Bäh, ekelhaftes. Genau, Konzentration. Das sehe ich genauso. So. Ausruhe und weitermache. Ah, das sieht echt aus, als wäre hier irgendwelche Spinnen. Sieh dir mal diesen Brustkorb an! Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Ja.
aus. Was ist das? Ah. Ha. Ich kenne mir doch irgendwo her. Wartet mal kurz. Nee, so ist gut. So ist gut. So. Entschuldigung, kurz die kleine Unterbrechung. Mist, Philipp, nein! Hier drüben! Ach die Güte, wie schnell geht denn das? Du blöder Arsch. Jetzt haben wir hier auch noch ein Rancor zum Besiegen. Wo ging's lang? Nach da, gell? Warte, fuck, was war denn das jetzt? Jetzt bin ich ja schon wieder tot, du ekelhafter Rancor, du. Ach, zum Glück hab ich's noch reingeschafft. Verschwind. Was? Och nö, Mann, das macht doch so keinen Spaß, wenn man gleich stirbt. Das ist doch nicht schön so. Du blöd Mann, echt. Weißt du was? Für die kleine Ausnahme bringe ich dich jetzt sowas von im Story-Modus um, du Arsch. So. Wir ändern es aber gleich wieder, okay? Stirb. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. So, genau, entschuldigt nochmal, dass ich das jetzt umgeschaltet habe. Aber der Alpha hat mich halt mehrmals getötet. Warte, bis Grease davon erfährt. Und sowas mitten in der Nachbarschaft. Der Rancor mit in der Nachbarschaft ist jetzt nicht so was Cooles, was man gerne haben möchte. Ja, entschuldigt, dass ich jetzt da um. Geschalte habe auch eine kleinere Schwierigkeit, aber ja. Bonus erhalten. Du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es alle Arten von Boni und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Bonus-Slots. Du kannst zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Genau, du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Na, ah, so. Bonus hinzufügen. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitenmenüs eingesehen werden. Aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Gut, dann schauen wir uns doch das Ganze mal an. Oh, dieser Rancor, der macht mich echt fertig hier. Ja, so. Wo war denn hier mein Meditation Point? Hier. Theoretisch könnte man es jetzt auch gleich aus dem Ding wieder raus. Porte. Nein, ich wollte das hier. Hä? Ja? Was ist denn du jetzt? Spiel.
Ah, jetzt. Aber mehr habe ich doch eh nicht, oder? Ich habe ja eh nur eins von mir gefunden. Gut, den Boni haben wir aktiviert. Ausgezählt mehr Fähigkeitspunkte haben wir auch noch. Aber ich glaube, diesmal gehen wir wieder mal ins Lichtschirmmenü wieder rein. Für ein Wirbelschlag. Oder? Nee, Wirbelschlag will ich haben. Ja, das ist gut, das ist gut. So, genau, dann starten wir wieder die Schnellreise. Und geben uns hier zum Außenposten. Und schauen mal, dass wir da eine des neue Schicksal ihrer Leute mitteile, dass die vom Rancor gefressen wurde. Tja, so ist halt mal. Die Natur ist nicht immer fair. So. Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Hab den Rancor, der in den Minen lauerte, ausgeschaltet. Prospektoren habe ich aber keine gefunden. Okay, ich fasse zusammen. Kein Ranker, keine Überlebenden, keine Konkurrenz. Das Priorit wartet nur auf mich. Die Prospektoren waren dir völlig egal, oder? Du wolltest nur das Priorit. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Und jetzt gehört diese Mine mir allein. Sei vorsichtig. Wer weiß, vielleicht ist da unten noch ein Ranker. Du willst mich nur aufziehen, oder? Oder? Okay. Ja, in der Mine war jetzt die Performance aber besser. Schauen wir mal außerhalb von der Mine, ob man hier noch irgendwas finde. Nee, nicht schon wieder die hier. Aber ich kann jetzt ja den Wirbelschlag benutzen. So komische Watschelbälle. Erinnert mich an diese Quetschbälle, die man früher als Kind so gebaut hat mit Sand und dem Scheiß. Das war so bescheuert, der Trend. Oder was auch immer das dargestellt hätte. Und ist immer eklig. So. Wieder hoch. Ja, es sieht gut aus. Das sind Steine. Hier ist optisch eine hackbare Truhe. Vielleicht hat der Hacker die Truhe. Jetzt weißt du was? Weißt du, für wen die Steine jetzt hier sind? Für dich. Schmerzensschrei habt ihr jetzt auch nicht eingebaut, ne? Ich gerade noch ein bisschen Leichenschändung mache. Hat leider nicht geklappt. Jäger. Ja, sieht jetzt okay aus, aber ist jetzt nicht so das, was ich gerne in meinem Stil hätte. Ja, bitte. Groko. Groko. Bau. Okay. Ah! Ja, habe ich es gefunden, was mir gesucht habe die ganze Zeit. Und, hier ist es. Kein schlechter Sound, das muss ich samplen. Aber es fehlt was.
Das ist es. Okay, gut. Gratisprobe. Na dann, vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge. Und zwar am Freitag. Genau. Ciao.